Willkommen zurück zum Tavern Master hier bei Pyrox Games und wir werden heute einen Schritt zurück machen. Ja, ich habe ja beim letzten Mal festgestellt, dass doch ein bisschen arg, dass mit den Finanzen doch ein bisschen arg ist, dass wir da uns ein bisschen, dass ich da vielleicht auch ein bisschen schnell übers Ziel hinausgeschossen bin. Und das wurde mir auch in den Kommentaren sogar noch bestätigt. Vielen Dank an der Stelle nochmal dafür, dass ich einfach ein bisschen, ne, zu viel Hackengas gegeben habe, zu schnell in zu kurzer Zeit gewollt habe. Das heißt also, wir gehen jetzt nochmal einen Schritt zurück. Dieses Mal werden ein bisschen mehr Basic-Arbeit leisten und ein bisschen mehr dafür sorgen, dass wir möglichst schnell Geld kriegen, bevor wir hier expandieren, Forschung und so weiter und so fort machen. Das wird heute also ein bisschen rudimentärer werden. Bevor wir da jetzt aber einsteigen, möchte ich nochmal ganz kurz an dieser Stelle den Hinweis geben, dass es ja auch noch andere Let's Plays hier auf dem Kanal gibt. Ja, jüngst zum Beispiel zu Dune Spice Wars oder Klassiker, alte Spiele, The Movies oder auch Motorsport Manager und so weiter und so fort. Also, und es kommen ganz, ganz viele Sachen auch zu Star Wars und vielen anderen Sachen. Deswegen lohnt es sich auf jeden Fall, falls ihr es noch nicht habt, Kanal abonnieren. Und ja, dann würde ich sagen, geht das jetzt hier jetzt auch richtig los. Wir fangen an mit dem nächsten Tag und ich werde das eines der in Anführungszeichen ersten Dinge, die ich gleich tun werde, ist hier diese grünen Blobs quasi zu entfernen. Also das war ganz nett, dass wir das hier haben, aber irgendwie passt das nur so semi gut. Hier kommen jetzt auch die Ritter zu einem Umtrunk, ja, zur Schlacht Siegsfeier. Und ja, ich spule mal vor, wie gesagt, es wird jetzt heute mal eher mehr ein bisschen mehr Basic sein, ein bisschen mehr einfach darauf konzentrieren, das Geld auch anzuholen. So, wir haben natürlich alle Gäste bewirtet, also sie sitzen jetzt hier und verköstigen sich. Jetzt gucken wir mal, was wir als nächstes brauchen. Im Kalender. Also beziehungsweise in der Forschung. Da muss ich ja tatsächlich auch noch gucken. So, hier haben wir jetzt dann den Forscher haben wir freigeschaltet. Das heißt, als nächstes geht es zum Hotel und dann die Hotelmöbel, neue Etage plus noch eine Küche. Ja, also geht das jetzt hier quasi in Richtung Hotel. Da wird es gehen. Also brauchen wir da dann als nächste Veranstaltung. Können wir uns dann nochmal hier an den Henkerstreff machen. Und das heißt, wir brauchen ein paar Pilze sogar. Pilze und Erdbeeren. Das ist das, was wir brauchen. Das heißt, wir schicken, die sind jetzt gerade noch unterwegs. Haben wir gerade gar keine Erdbeeren da? Ach, das ist aber schade, dass da gar keine Pilze sind. Gar keine Erdbeeren sind. Na gut, okay. Dann schicken wir sie einfach nochmal los auf die fröhliche Erbsenernte. Komm, wir machen es einfach. Dann haben wir die Lage auch noch voll. Passt. Dann haben wir das. Hier sitzen jetzt die Henker. Ich schalte das mal eben aus. Ich glaube, ich brauche das gerade nicht mehr. Ich kann das mittlerweile so einigermaßen gut einschätzen. So. Aber das ist doch hier mal eine ordentliche Nummer. So, hier macht es jetzt gleich kling, 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 kling. Und dann haben wir die Jungs abgefrühstückt. Das Menü ist der grüne Erbseneintopf. Levelt. Verdiene mehr als 3.100 an einem Tag. Ja, das haben wir dann geschafft. Das ist sehr gut. 100 seltene Kunden, indem du Veranstaltungen organisierst. Das haben wir und 376 Gäste erreichen. Ja gut, dann machen wir jetzt mal hier Hotelforschung. Weil dann können wir hier nämlich... So funktioniert das Hotel, wenn du es freischaltest. Baue einen Raum mit einer Tür und einem Fenster. Gehe zum Shop, kaufe ein Bett, einen Kleiderschrank und einen Dekorationsgegenstand. Warte auf Gäste, die abends kommen. Aha, okay, das heißt also, da können wir tatsächlich hier unsere kleine Nische hier, können wir da tatsächlich mal ganz gut umwandeln. Da kann ich mal eben gerade gucken. Haben wir hier noch... Nee, wir haben hier das Limit tatsächlich erreicht. Also hier noch irgendwie ein Hotel dran bauen ist schwierig, aber das war sowieso... auch für oben angedacht. Das heißt, wir machen einfach mal hier hinten. Schau mal, das ist eine... Ich glaube, das mache ich. Ja, das mache ich. Ich baue hier oben ein Hotel. So, Helga hat gelevelt. Das ist sehr schön.
Geschwindigkeit beim Treppensteigen. Guck mal, wir erhöhen mal ihre Geschwindigkeit beim Treppensteigen. Wobei die braucht, glaube ich, bald auch nicht mehr dahin zu gehen. Kann ich die hier irgendwie eventuell auch verschieben? Geht das? Kann ich die auf... Achso, warte, ja, natürlich kann ich das. Weil... Warte mal, das muss ja gehen. Ich die hier nehme. Kann ich die nicht einfach zuweisen? Das müsste doch eigentlich gehen, oder? Dass ich einfach sag, Mädel, geh auf die nächste Etage. Oder? So, gucken. Naja. Vielleicht wisst ihr das ja, findet ihr, kennt ihr das, habt ihr das schon gesehen? Es gab ja schon hilfreiche Tipps. Und dann würde ich sagen, starten wir in den nächsten normalen Tag und gucken mal. Was haben wir jetzt Neues bekommen? Serviere einen ganzen Tag lang nur Suppen. Okay. Oh, leer auf Etage 1. Das ist natürlich ganz schlecht. Immer dafür sorgen, dass alles voll ist. Und wir können jetzt hier Milch, Apfel, Wein und Met verköstigen. Oha! Oh, das kostet sogar auch richtig. Met, Zieder und Milch. Alter Schwede. Das ist doch schon... Die Bar macht schon was her, würde ich sagen. Mal gucken, ob sich das dann auch letzten Endes im Umsatz auch widerspiegelt. Wahnsinn. Da geht aber echt einiges weg. Der da abzapft, hey. Krass. Wo zapft es hier? So, die Gemüsesuppe hat gelevelt. Das ist gut. Personal. Nancy hat auch gelevelt. Und dann würde ich sagen, können die auch schon Trinkgeld kriegen hier. Abenteurer sind auch zurück. Deine Abenteurer waren erfolgreich, aber es ist nicht genug Platz für alle Zutaten. Möchtest du die maximal mögliche Anzahl erhalten und den Rest wegwerfen? Ja, es bleibt mir ja nichts anderes übrig. Ich kann es ja schlecht einlagern. So, 50. Haben wir ein paar Erdbeeren besorgt. Pilze, Käse haben wir nicht. Ich überlege gerade, habe ich irgendwelche Gerichte für... Kann ich auf der Karte nachgucken. Schließe weitere Aufnahme, um dieses Gericht freizuschalten. Ach so, ich muss jetzt die anderen Geschichten, ich muss die ja über hier. Was kommt das denn hier? Neues Rezept. 200, alter Schwede, 260. Okay. Arnolfini Porträt. Oh, das weiß ich, wo wir das hinhängen. Das hängen wir hier oben. So. Das hängen wir hier oben hin. Definitiv. Spezial. Kostenlos. Arnolfini. Oh! Oh, das ist ja ein kleines hier, hä? Guck mal, das hängen wir mal. Das hängen wir hier. So. Jo. Und dann haben wir noch ein bisschen Geld. Das ist jetzt sogar schon 0. Oh, es ist schon 0 Uhr. Krass. Auffüllungen, Käufe. Okay. Trotzdem ordentlich... Gewinn gemacht? Ach, und 300 Forschung. Das habe ich jetzt gerade gar nicht realisiert. Wir brauchen Forscher. Okay. Tja. Ich hole mal hier Alice. Level 8. Kann ich eingehen, es ist kein freier Forschungstisch vorhanden, aber der Pfad... Oh! Ach, das wollten die mir damit sagen? Verrückt. Ein Forschungstisch? Küche? Spiele?
Deko. Wo ist jetzt der Forschertisch? Ich bin vielleicht ein... Vielleicht bin ich ein bisschen doof, aber... Ein Forschertisch? Oh, ein schöner Kamin hier. Oh, da machen wir es uns richtig gemütlich hier. So, nochmal weiter gucken hier. Was haben wir noch? Pfannen für die Küche. Oh ja, da kann man richtig viel... Oh, da kann man richtig, richtig Stuff machen. Ich sehe schon, da werden wir viel, viel, viel Spaß haben. Kleiner Luxustisch. Oh, ein kleiner Luxustisch. Was passen da denn dann dran? Ach, da passen dann nur so ein, ist dann nur so eine kleine Nische hier, oder was? Warte mal gucken hier. Passt das hier unten? Der würde dann hier unten hinpassen. Aha. Spannend. Mit... zwei Plätzen. Na gut. So. Ach, das ist dann hier mit Stühle und so. Da gehen dann hier so Stühle dran. Ich verstehe. Trotzdem suche ich immer noch den Forschertisch. Gab doch hier irgendwo ein Tutorial, oder? Nee. Das ist ja super. Du bekommst Forschungsmann, indem du ein Personal. Ja, das ist gut. Okay, ich möchte gerne Forscher anheuern. Forscher. Anheuern. Es ist kein freier Forschungstisch vorhanden oder der Pfad zu diesem ist blockiert. Was ist denn ein Forschertisch? Muss ich jetzt einen Tisch explizit als Forschertisch markieren? Kleiner Tisch, einfacher Tisch, langer Tisch. Ah, da. Forschungstisch. Ich habe ihn gefunden. Ei, da draus. Da, guck mal hier hinten. Das passt ja perfekt. Genau in die Nische. Dann machen wir es uns auch schön. Ah, guck mal, das ist aber hier. Ja, das muss ich machen. Das heißt, ich muss jetzt hier mal dekotechnisch dem Forscher, dem muss ich das schön machen. Er kriegt erstmal eine kleine schöne Funzel hier. Oh, das muss... Ah, hier weg. Hier zur Seite. Nee, hier zur Seite. Damit er hier hingehen kann. So. Dann kriegt er hier hinten in die Ecke so einen schönen Kronleuchter. So einen Standleuchter. Das ist doch cool. So, was kriegt er noch? Was haben wir hier noch Schönes? Und was mit Büchern? Ein Bücherregal. Auf jeden Fall. So, hier kommt ein Bücherregal hin. Was kriegt der andere? Was können wir noch hier? Requisiten, Hut und Besen. Der kriegt ein Bild. Komm her, der kriegt ein Bild hier rein. Ein günstiges Bild haben wir nicht, oder? Ein Fass mit Schriftrollen. Ach, guck mal hier. Das ist doch schön. Ein Fass mit Schriftrollen. Das ist doch gut. Kriegt ihr ein Fass mit Schriftrollen. Und was wir aber machen, ist, wir bauen hier noch eine Tür. Achso, erst eine Wand. So. Na? Achso, geht nicht, weil da hängt was dran. Moderates Feuerrisiko auf. Ja. Okay. So, dann kommen wir hier hin. Jetzt können wir die Wand bauen. So. Mache ich das so? Forscherbude. So im Separé und so. Ich mach das erstmal so. Und dann gucken wir mal. Wir schauen dann mal. Oh, da muss ich auf jeden Fall noch die
Textur anpassen. So, dass es schön herzlich aussieht. So. So, und dann kriegt ihr hier. Was kriegen die hier noch? Eine Kleinigkeit noch. Kleine Deko. Eine Wandpflanze hier. Oh, warte mal, wir haben da hier. Wir haben da hier genug. Wir kriegen hier so eine. So eine Pflanze. Steht dann immer so offen im Raum. Ah, ist natürlich. Nee. Also runterklettern ist auch doof. Nee, komm, dann machen wir hier. Der eine kriegt, was kriegt der hier? Geht das auch nur so an die. Ach, das geht auch nur so an die Wände. Ach, das ist doch kacke. Sorry. Das habe ich jetzt nicht laut gesagt. Ich fürchte schon. So ein bisschen grün wäre halt schon nice, ne? Muss halt an der Säule platziert sein, yeah. Ja, der kriegt so eine. Ja, und der andere, dem stelle ich hier so eine Boden. Oh, das ist, die ist groß. Kleine Pflanze. So eine kleine Pflanze hier. So, dann haben wir hier zwei Forscher. Das ist doch schön. Stellen wir noch zwei Forscher ein. Forscher. So, jetzt machen wir hier Nummer 1. Und ich überlege gerade, ob wir noch einen zweiten Forscher brauchen. Ich lasse erstmal, ich gucke erstmal, wie wir weiter kommen, weil wir haben ja jetzt hier 300. Brauchen wir noch. So, und dann laden wir noch Madeline hier. Gibt ein moderates Feuerrisiko. Okay, dann machen wir hier ein gutes Wachs. Genau 1000 Geld. Wir starten den Tag. Und er haut ab. Bin mal gespannt, wann wir da mehr kriegen. Du hast dich erfolgreich gegen Diebe gewehrt. Ja, das ist sehr schön. So, erreiche 376 Gäste pro Tag. Haben wir. So, dann können wir mal gucken. Ja, jetzt haben wir wieder Minus. Ich weiß, jetzt habe ich mich. Eigentlich wollte ich so ein bisschen back to the basic gehen, habe ich gesagt. Und dann doch nicht dran gehalten. Wie das immer so ist. Kein Plan. Überlebt den ersten Feindkontakt. Ja, das ist leider so. Aber okay, wir lassen das jetzt erstmal so laufen. Das passt. Jetzt haben wir hier Forscher. Kling. Sieht schon witzig aus, ne? Also schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, was ihr glaubt. Hier Forschung, ich kann die auch einfach offen machen. Ne? Das, vielleicht ist das ja auch ganz cool, wenn die nicht ganz so abgeschottet sind. Sieht ein bisschen freundlicher aus oder so. Spicken die beieinander? Was ist das denn jetzt? Abgefahren. Und eine Veranstaltung. Ich überlege gerade nochmal, so eine Schlachtsiegsfeier. Das war schon geil, ne? Hat schon gescheppert, so. Rezepte haben wir hier alle noch nicht. Ja, das hat schon echt Kohle gebracht, ne? Bier und Ale für 11. Hm. Na, gucken wir mal. Warten. So, was hat hier gelevelt? Die Lauchsuppe. Sehr schön. So. Was ist das da? Den müssen wir mal angucken. Oh, hier. Da. Königlicher. Ein royaler Gast. Ein königlicher Gast. Cool. Na, ausschalten wir mal hier. Mega! Gandalf. Ich nenne ihn Gandalf. Aufgrund seines rauschenden, wallenden Bartes. So, okay, gut. Also ja, das mit den Dingern hier, das passt echt nur so semi-gut. Oh, das geht schon wieder, ne? Aber ich wollte ja, ich habe jetzt... Ah ne, das Hotel forsche ich gerade. Ich wollte das oben noch machen. Tag ist vorbei. Das war jetzt gut. Das gab jetzt Kohle.
das natürlich nicht verkehrt. Ich überlege gerade echt, ob ich nochmal das andere. Da gab es mehr coole. So, Erdbeeren. Zack. We have some Erdbeeren. Schicken dann die Jungs noch einmal auf Erbsensuche. Alles andere haben wir gerade momentan genug. Ist okay. Nur Hauptgerichte und nur Suppen. Okay. Na dann. Das heißt, wir planen einfach mal für den... Ich mach das jetzt. Ich plane jetzt mal die Schlachtsiegsfeier. Das war schon ganz gut. Das haben die Jungs schon ganz ordentlich hingekriegt. Und, müssen wir mal gucken. Also wie gesagt, dieses ganze Gemüse hier muss weg. Bringt aber natürlich sehr, sehr viel Prestige. Und sehr, sehr viel Ansehen. Das wäre natürlich doof, wenn wir die dadurch verlieren würden. Das heißt also, quasi, ich müsste dafür dann einen passenden, adäquaten Ersatz finden. So, jetzt überlege ich gerade. Ich weiß aber, ich mache das jetzt mal. Ich schmeiß jetzt mal hier. Ich schmeiß den Kram weg hier. So. Das ist mir gerade egal, aber es sah einfach. Ich gebe es offen und ehrlich zu, es sah schon ein wenig komisch aus. Ein bisschen sehr komisch. So, können wir hier noch sonst noch ein bisschen was machen? Ja, Ale. Noch ein Ale. Baum. Achso, und auffüllen wäre natürlich. Nicht verkehrt. So, und dann können wir hier ein paar Fenster. Ha! Ein paar Fenster. Was haltet ihr von Fenstern? Das wäre natürlich nicht verkehrt, ne? 1800, ja, das können wir uns auch leisten. Bauen wir ein paar Fenster. Some windows. So. So. So, ein paar Fenster. Jetzt einfach mal so ohne Sinn und Verstand. Hauptsache sind Fenster da. Oh, Sahnebrötchen Level auch wieder. Und das heißt, wir können jetzt hier... Machen wir... Pass auf, wir machen das... oh, hier. Die Farbe. Rot. Und oben machen wir eine andere Farbe. Was haltet ihr davon? Ich finde das immer... Ich finde das ganz nice. Ich mache das jetzt mal. Könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet, das so rumzumachen. Ob ihr sagt so, yeah, cool, mega, stark, fancy, toller Stuff, finde ich gut, oder findet ihr nicht so gut. So, und dann baue ich, geldtechnisch passt das, bauen wir hier mal um, und zwar reißen wir das hier mal ab, bauen hier sowas mal ein. So. So machen wir das. Und dann reißen wir das hier weg. Die hier weg. Ich glaube, das gefällt mir besser. Ja, das gefällt mir definitiv besser. Wenn ihr euch jetzt fragt, was zum beneidenswerten Henker von Ronald McDonald tue ich hier. ich liebe diesen Spruch. So. Ich glaube, so gefällt mir das wirklich besser. Das hier schmeißen wir weg. So, und dann haben wir hier... Sieht das auch schon... Ein bisschen freundlicher aus. Also wir werden hier hinten. Da muss ich mal gucken, wie wir das mit dem Hotel hinkriegen, wenn wir es haben. Aber. Oh, hier ist einer gegangen. Oh, zu lange gewartet. Hat länger als 3 Minuten gewartet. Oha, ja, das heißt, ich brauche definitiv noch eine Kellnerin auf Ebene 2. Hilft ja nichts. Das heißt, wie mache ich denn das jetzt?
Oh, ein. Oh, hier. Fünf Trinkgeld für. Nee, ein Trinkgeld für jedes gelieferte Essen. Das ist gut. So, bedient auch nur Etage 2. So. Jetzt haben wir natürlich Minus gemacht, ja. Das ist unweigerlich so. Aber wir können jetzt einmal nur Hauptgänge. Wobei. Stopp. Morgen gibt es Erbseneintopf. Morgen gibt es nur Suppe. Das ist dann natürlich eher ungünstig. Das heißt, wir machen morgen den Suppentag. Nur Suppen. Ja. Machen wir nur Suppen. Das ist okay. Und dann geht das los. Und dann gibt es ja gleich, wir bewirtschaften jetzt die ganzen Ritter hier. Und dann gibt es Geld. Und dann werde ich meinen Masterplan hier umsetzen und die Tat umsetzen. Ist jetzt hier ein bisschen knapp mit dem Messen, das weiß ich. Aber das auch voller Absicht. So, alle Gäste sind bewirtschaftet. Top. Können wir hier jetzt auch noch... Warte mal. Was sind die hier? Wo haben wir sie? Bier und Ale. Okay. Ja, Bier und Ale haben wir hier oben. Das ist okay. So, dann schauen wir mal in der Küche. Es sieht so aus, als könnten wir genug Leute haben. Achso, ich wollte nochmal auf die Statistik geschaut haben. Die verärgerten Kunden von gestern. Einer. Weil er auf Etage 2 zu lang war. Ja, okay, aber da arbeiten wir jetzt dran. Das ist soweit okay. Forscher forschen in aller Ruhe. Das haben wir ressourcentechnisch. Jo, da kriegen wir noch. Erdbeeren haben wir noch. Ich glaube, da haben wir ganz gut. Ha! Fässer sind leer. Das ist natürlich schlecht. Das ist auch schon krass hier, ne? Viereinhalbtausend. Perfekt. Das heißt, wir können hier ein bisschen upgraden. Und da unten etwas downgraden. Oben upgraden, unten downgraden. Ich finde, das ist eine gute Idee, oder? So, Hotelanleitung. Herzlichen Glückwunsch zum Freischalten des Hotels. So funktioniert es. Baue einen Raum mit einer Tür und einem Fenster. Okay. Und dann auf Gäste warten, die abends kommen. Das ist so schön. Beende eine beliebige Forschung. Haben wir. Und gleich gibt es auch noch, servier den ganzen Tag nur Suppen. So, und dann gibt es hier kleine Hotelmöbel. Sehr schön. 1.500 Gewinn gemacht. Auch das ist sehr schön. Dann gibt es jetzt hier dieses und dafür servieren wir morgen nur Hauptgänge. So. Achso. So. Passt. Nur Hauptgänge. Okay. Ach verdammt, jetzt habe ich es doch vergessen. Ach. Ja, stopp. Schnell. Schnell durchtauschen. Wobei durchtauschen ist falsch. Ich wollte hier den Luxustisch bauen. Und zwar. Na gut, ich muss ihn eh noch umschieben. So, und dann haben wir Sitzplätze. Jetzt muss ich mal gucken, ob das geht. Geldtechnisch. Ah, gerade so nicht, ne? Gerade so nicht. Aber okay, das kriegen wir auch noch hin. So. Dachte mir nämlich, wir machen hier oben voll den Luxus.
den puren Luxus. Und das ist hier die... Ich fand das rot. Nee, das Violett eigentlich schon ganz, ganz schicklich. Das passt, glaube ich, schon ganz gut. So. Gib mehr als 3400 an einem Tag aus. Achso, ja, das ist natürlich keine Kunst, ne? Das kriegen wir immerhin. So. Dadurch ist unser Prestige gesteigert und wir können hier gestiegen und wir können hier mal so ein bisschen WECH damit. Ich werde andere Deko dafür finden, also weg. War jetzt nur so eine semi-gute Idee, ich weiß. Aber okay. Dafür kann ich jetzt hier noch den letzten hintun und sogar noch so einen VIP-Platz. Ups, falsch rum. Den da. So mit davor sitzen. Passt. Und dann wollte ich ein bisschen Deko hier reinbauen. Und zwar dachte ich mir, machen hier sowas. Oh. So. Und nee, hier nicht. Hier nicht. Hier brauche ich. Wobei... Ich mach das hier hinten. Nee, alles gut. Ich mach das doch hier. Mach ich anders. So. Ups, komm mit. Ja. Na. Komm hier rüber. So. Und dann baue ich noch, weil ich gerade noch das Geld dazu habe, baue ich noch eine Wand ein. Und zwar hier. Hier, hier und hier. Und dann können wir gucken. Nee, kann ich leider nicht. Ich muss sie erst abreißen, bevor ich sie neu bauen kann. Ist natürlich auch total gutes Konzept. Ein total gutes Konzept. So. Das ist nämlich unser Hotel. Unser kleines Hotel. Wir können jetzt mal gucken. Wir haben Betten, Kleiderschränke. Alter, krass. Das bequemes Bett, einfaches Bett, noch ein einfaches Bett, Doppelzimmer, Dreifachzimmer, ein Seidenbett, ein Luxusbett. Junge, guckt. Holy moly. Da geht aber einiges. Boah, krass. Habe ein Ein-Sterne-Hotelzimmer. Ich glaube, das kriegen wir hin. Wir haben jetzt auch mittlerweile auch geldtechnisch. Sind wir auch, glaube ich, ganz gut dabei. Ja. Und was ich jetzt aber auch nochmal überlege, gerade noch so. Last but not least hier, Hugo hat gelevelt. Hauptgerichte gibt nochmal extra Kohle. So, und zwar habe ich gedacht, dass wir mal so ein bisschen priorisieren könnten. Dass wir zum Beispiel jemanden haben, die nur Essen tragen. Das wäre natürlich auch noch was, ne? Das kann ich mir auch nochmal. Kann ich mir nochmal zu Gemüte führen. Dann am morgigen Tag. Oh, wir haben keinen Käse mehr. Shit. Schnell auf Käse. Ha. Geht ja gar nicht. So. Seltene Gäste. Ja, da müssen wir nochmal planen. Seltene Gäste. Kriegen wir am besten über einen Henkerstreffer. Da brauchen wir aber 60 Pilze? Wow, are you kidding me? 60 Pilze? Haben nur Platz für. Ach so, aber ich habe doch... Warte mal. Naja, richtig... Also das ist schon krass, ne? Wir haben 5000 eingenommen und wir haben trotzdem minus 7500. Also das ist schon... Happig. Aber
Wir haben jetzt den ganzen Tag lang nur Hauptgerichte serviert. Das ist sehr schön. Können wir jetzt mal alles andere dazu tun. So. Richtig 1,9. Da ist auch schon hier eine 8% Chance auf einen seltenen Gast. Das ist schon nice. Man, nice. So, ich wollte jetzt aber last but not least. Nein. Was wollte ich denn jetzt eigentlich? Irgendwas wollte ich noch gucken. Achso, ja, hier nach Küche. Level 2 Truhe. Eine Kiste. Ah, okay. Eine Kiste mit 60 Kapazität. Sehr schön. Wir haben hier eine Kiste mit 50 Kapazität und hier ist eine Kiste mit 60 Kapazität. Das habe ich gesucht. Das heißt, hier haben wir jetzt eine Kiste mit 60 Kapazität. Und wenn erstmal den anderen Kram. Level 2 ist halt Platz für 60 Einheiten, ja. Genau. Das ist ganz gut. Ah, der eine nämlich kann sich. Achso, die haben wir gekauft und jetzt sind hier auch 30 von 60 drin. Aha, naja, gut, okay, wir lassen uns da mal überraschen. Aber das machen wir beim nächsten Mal. Wir haben jetzt hier 3.500. Und ich finde, dass wir zumindest hier oben das jetzt auch noch ein bisschen. Achso, ich muss die Dinger noch. Oh, warte mal, stopp. Während ich die hier baue. Also, ich finde schon, dass das hier oben schon auch gar nicht mal so schlecht ausschaut. Könnte auch schlimmer aussehen. Ich muss die noch einfärben. Achso, hier auswählen. Ich muss die Dinger noch einfärben. Ist doch hier die purpurne, pinke Ebene. Geht ja gar nicht sonst. Ja, ich hoffe aber, dass euch das soweit gefallen hat. Und schreibt, was ihr meint. Wir bauen beim nächsten Mal das Hotel hier fertig oder weiter, je nachdem, wie man es sehen möchte. Und werden hier oben so einen kleinen Luxusbereich machen. Wir werden hier noch einen anderen schönen Luxustisch dann hier hinstellen. Vielleicht stelle ich die auch ein bisschen quer, dass wir hier oben noch ein paar Abenteurer hinstellen können oder sowas. Dann schicken wir die hier drüben noch hin, noch ein paar Einzeltische irgendwo in die Ecke so oder so, verträumte Nische. Ah, das wird schon geil. Schreibt mir das ansonsten, wenn ihr noch Ideen habt, gerne unten in die Kommentare. Wenn ihr sagt, so cool, da habe ich eine Idee, wie wir das verbessern können, einfach reinschreiben. Ansonsten sehen wir uns wieder bei Let's Try Tavern Master. Es geht Richtung Ende so langsam auch. Und dann würde ich sagen, schaltet wieder ein. Bis dahin, ciao, ciao.